ich freue mich sehr, dass unser neues Fußballbuch vorstellen zu können, Fußball in Brasilien, Widerstand und Utopie. Das haben wir als Büro São Paulo zusammen mit Kollegen in Deutschland geschrieben, zusammengestellt. Und es soll einen etwas anderen Blick auf die Situation in Brasilien werfen, aber auch auf den Fußball in Brasilien. Wir haben letztes Jahr festgestellt, es gibt noch kein ordentliches linkes Fußballbuch. Und wir haben dann eben Autoren aus Deutschland und aus Brasilien gewonnen, um einen etwas anderen linken Blick auf die Lage in Brasilien zu werfen. Vor einem Jahr noch hätte eigentlich kaum jemand gedacht, dass der Fußball und die Fußball-WM so viel politischen Sprengsatz beinhaltet. Aber spätestens seit den Demonstrationen im Juni 2013 hat sich gezeigt, dass die Unzufriedenheit in der Bevölkerung doch größer ist als angenommen und dass eigentlich die Fußball-WM sowas wie, oder damals der Confederations Cup, sowas waren wie ein Katalysator. Der Kontrast ist damals sehr offensichtlich geworden zwischen diesen bombastischen, luxuriösen, teuren Stadien und der doch etwas prekären Situation im Gesundheitssektor, was die meisten Brasilianer betrifft, jedenfalls im Bildungssektor und auch im öffentlichen Nahverkehrssystem. Also es ist klar, es wird sicher zu einer neuen Protestwelle kommen, sobald die Weltpresse versammelt ist, sobald die WM losgeht. Es wird aber auf der anderen Seite auch wieder ein Fußballfest werden. Und wie diese Mischung diesmal funktionieren wird oder welche politischen Auswirkungen es auf die Präsidentschaftswahl 3 Monate später haben wird, das ist überhaupt noch nicht abzusehen. Genauso wenig, wie man sagen kann, wer Weltmeister wird.